Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um das Tool-Device. Legen wir doch einfach mal los. Ohne große Umschweife. So, das ist das Tool-Device. Und wenn wir jetzt einfach mal drüber gehen, hier ist der eine Ausschalter. Dann gibt es hier auch sogar noch ein paar Presets. Hier ist der Name des Devices. Dann gibt es die Fernsteuerung, die Modulatorenleiste und dann geht schon auf das eigentliche Device. So, in der Mitte hier oben haben wir drei Knöpfe. Das erste ist L-. Damit kann ich den linken Kanal die Phase invertieren. Und genauso hier auf der rechten Seite das R- kann ich hier auf dem rechten Kanal die Phase invertieren. Dieses Swap LR bedeutet nichts anderes, als dass ich den linken und den rechten Kanal miteinander vertauschen kann. Wichtig zu wissen ist hier noch, dass diese Funktion dann erst zu tragen kommt, wenn die ganze restliche Signalbearbeitung durch ist. Dann komme ich hier zu zwei Lautstärkenreglern. Und Volume und Gain ist immer so ein bisschen so die Diskussion. Normalerweise ist Volume immer die Lautstärke, die aus einem Gerät rausgeht. Und Gain ist meistens oder eigentlich immer die Lautstärke, die innerhalb eines Gerätes geregelt wird. Das heißt, man kann an unterschiedlichen Stellen eines Synthesizers oder eines Gerätes Gain oder Drive Regler haben, die die Lautstärke nach oben, nach unten treiben. Gerade wenn ich Verzerrung haben will, möchte ich vielleicht eine kontrollierte Verzerrung innerhalb des Gerätes haben und nach außen hin ein leiseres Signal abgeben zum Beispiel. Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Reglern ist, dass der Volume-Regler, mit dem kann ich das Signal bis zu 18,1 Dezibel verstärken und auf der negativen Seite bis minus unendlich. Das heißt, ich kann das Signal einfach komplett ausmachen. Bei dem Gain-Regler geht das nicht. Bei dem Gain-Regler kann ich dafür um plus 36 dB und minus 36 dB verstärken, also positiv wie negativ. Dann weiter unten habe ich den Panning-Regler, wo ich die Anteile von linken und rechten Kanal regeln kann. Wenn ich es in der Mitte habe, ertönen rechtes und linkes Signal gleich laut, beziehungsweise in der Lautstärke, in der sie in dem jeweiligen Kanal vorliegen. Und wenn ich den Regler zum Beispiel nach links drehe, dann höre ich dann nur noch das linke Kanal, der linke Signal irgendwann, und je nach Anteil ich dann auf die rechte Seite rüber, bis ich dann nur noch das rechte Signal höre. Und dann gibt es noch die Width, die Stereobreite, die ist standardmäßig auf 100%. Das heißt, ich habe auch die Stereobreite, die an dem Signal anliegt. Wenn ich das jetzt weiter nach links ziehe, kann ich gerade mal hier das Signal hier laufen lassen, vielleicht nicht ganz so laut. Dann wird das Signal mono in die Mitte. Und wenn ich es ganz nach rechts schiebe, wird es noch ein bisschen mehr in die Stereobreite gezogen. So. Jetzt habe ich hier oben, achso, ganz zum Schluss habe ich hier natürlich noch einen Meter, wo ich sehen kann, wie laut mein Signal im Endeffekt ist. So, und jetzt habe ich hier oben mit der Phase links und rechts, wo ich die Phase umkehren kann. Ich habe jetzt einfach mal ein Bounce gemacht und hier die Phase vertauscht. Und hier habe ich dann einfach die linke Phase gedreht. Und ich finde, das hört sich immer an, als würde das eine Ohr runterhängen, in dem Fall das linke. Wenn ich das jetzt zum Beispiel hier mal abspiele und drücke jetzt auf die linke Phase, damit ich die wieder richtig rumdrehe, macht das jetzt gleich. Jetzt hört sich das Signal auch wieder normal an. Und die Boxen können auch wieder so ein bisschen entspannen, dadurch, dass die wieder die gleiche Phase haben. Und genauso, nehmen wir vielleicht das hier wieder, und genauso ist es beim Umdrehen von den Signalen. Wenn ich merke, rechts und links sind vertauscht worden, kann ich das hier einfach mit dem Knopf wieder richten, ohne dass ich große Aktionen hier mache mit Bouncen, Umdrehen und Panning Left und Panning Right und dann wieder zusammenbouncen und so weiter. So, ein wichtiges Einsatzgebiet von dem Tool ist die Automation.
Und zwar habt ihr das bestimmt schon mal irgendwo anders gesehen. Wenn ich Lautstärke-Automation hier auf dem Kanal machen will, dann nehme ich normalerweise eigentlich nicht hier diesen Mixer, weil wenn ich den automatisiere, hier zum Beispiel, einfach mal so, ups, mal hier leiser, dann ist der für mich tabu, wenn ich die Track-Lautstärke hier weiter benutzen will. Wenn ich den hier anfasse, geht hier quasi der Alarmpfeil hoch, der grüne, und sagt einfach, hier diese Automation von dem Mixer-Volume beachte ich nicht mehr, weil du hier manuell rumgedreht hast. Erst wenn man hier wieder oben hindreht, wird das wieder beachtet. Das heißt, für die Lautstärken-Automation sollte man immer hier das Tool-Device nehmen. Und je nachdem, was man vorhat, meistens nimmt man hier das Volume und klickt das einmal an, dann hat man hier diese Spur und kann jetzt auf 0,2 und kann jetzt da, wo der Mauszeiger und das kleine Notification-Fenster aufgeht, hat man die aktuelle Einstellung hier, und wenn ich das anklicke, sieht man hier auch gleich, kommt hier gleich dieser Automations-File, und jetzt kann ich hier einfach zwischendrin einfach mal die Lautstärke automatisieren, und ich habe dann immer noch die Track-Lautstärke zur Verfügung. Machen wir hier mal alles an, dann sehen wir das auch hier. Und das Ganze kann ich hier dann lauter machen oder auch wieder leiser machen. Und meine Automation funktioniert immer noch. So, das war es auch schon von dem Tool-Device. Ich hoffe, ihr konntet da das eine oder andere auch nochmal mitnehmen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen da, abonniert den Kanal, drückt das Glöckchen, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.